So, da wären wir wieder bei einer neuen Aufnahme. Let's Play Dark Messiah Might and Magic. Es geht weiter. Wir waren hier zuletzt in dieser Halle. Und da drüben haben wir ja schon vorhin durch die Tür gelurrt in der vorherigen Folge. Schaut's euch an, wenn ihr sie noch nicht kennt, ihr Schweine. Ist noch ein Hellchen. Ich muss jetzt gestehen, das ist jetzt der zweite Versuch, diese Folge hier aufzunehmen. Denn Audio City hat sich einfach mal so geschlossen. Ja. Da liegt wieder unsere Bratpfanne. Aus deutschem Edelstahl. Unzerbrechlich, wie ihr seht. Und ja, das Dumme ist, ich habe jetzt das nächste Level schon gespielt. Was bedeutet, ich kenne da schon ein paar Verstecke. So, und hier habe ich, glaube ich, auch noch was übersehen. Nee, doch nicht. Ach, da war ich ja. Fuck. Fuck. Ich glaube, ich mache die Folge jetzt extra für euch 20 Minuten lang. So, und die Bratpfanne kann ich jetzt leider noch nicht mitnehmen, weil hier drin kommen ziemlich viele Gegner. So, seht ihr diese... Ja, genau. Mein Trick. Und tschüss. Letztens ist er besser geflogen in der vorherigen Aufnahme. Bis dahinter an die Wand. Wow. So. Zurück. Zack. Einfach hier stehen bleiben. Zwei auf einmal. Also richtig souveräner geht's gar nicht. Hallo. Da kommen dann noch welche, das weiß ich. Zumindest muss ich hier das ganze Zeug in der Mitte looten. Komm, lass dich knuddeln! Oh! Kommst du? Her! Ach, der lebt noch. Hoppe. Reiter? Wenn er fällt dann. Ach, da ist er. Schreiter? Oh! Die Decke. Ach, der lebt immer noch. Ach, der ist tot. Was ist jetzt der andere gestorben? What? Genau, also hier gibt es kostenlose Schilder. Ich mache es jetzt für euch im Schnelldurchlauf. Das ist dann gut für euch. Ihr könnt mehr vom Spiel sehen. Vorhin habe ich es ewig lang gebraucht, um hier alles zu looten. Da hinten war noch eine Kiste, genau. Da waren auch noch Schilder auf der Seite. Die habe ich schon. Dann habe ich noch kurz Berserker gespielt, genau. Knuddel mich! So, dann war hier noch ein Mana-Trank. Blablabla. Ich will das jetzt hier im Schnelldurchlauf machen. Da, hier ging es noch irgendwo. Genau, hier ging es weiter. Aber erst wollte ich noch hier... Genau, da unten ist das Zimmer. Da habe ich erst 5 Minuten drin rumgeguckt, was da alles so ist. Dann habe ich hier erstmal die Bücher genommen. So, habt ihr mir durchgelesen. Also nicht komplett durch, natürlich nur so, weil man bekommt Erfahrungspunkte, wenn man ein paar Bücher durchliest, aber nur bei bestimmten Büchern. Blablabla. Dann habe ich hier ein bisschen rumgeguckt. Blalalalala. Tut mir auch jetzt leid, dass ich es auswendig kenne. Dann lag hier eine Robe, genau. Und dann habe ich hier diesen merkwürdigen Kerzenleuchter gesehen. Und dann habe ich hier ewig lang rumgesucht, im ganzen Zimmer. Auch, glaube ich, ne, doch, hier auch noch ein bisschen. Und dann ratet mal, wo man den platzieren muss. Der stand hier, gell? Ja, Fertigkeitspunkt. Und das benutze ich dann für Nahkampf, damit ich die Schilder hier verwenden kann, weil die sind noch alle rot. So, da drin ist keine Falle, deswegen brauche ich auch nicht abspeichern. Komm, geh da rein. Links ist die Truhe, da waren zwei magische Schriftrollen. Genau, Schriftrolle des Feuerballs, da lag noch ein Ring und ein Lebenstrank. Und den Ring benutzen wir gleich, da haben wir 10% mehr Mana. So. Das war jetzt der Schnelldurchlauf. Ich habe hier vorhin 10 Minuten allein hier drin rumgekämpft. Da habe ich mir gedacht, komm, machen wir die Folge 20 Minuten lang. Das habe ich jetzt auch vor. Jetzt haben wir das alles hier in knappen 4 Minuten. Also 4 Minuten 20 sollte jetzt so sein. So, dann steht da vorne links ein Mongo. Habe ich recht oder habe ich unrecht? Lalala. Vorhin habe ich mich versucht anzuschleichen, aber das ging sowas von in die Hose. Ach, der ist schon tot. Genau, da kam dann noch einer. Der stand direkt vor mir. Da ist er. Nein. So, Kopf ab. Der nächste ist hier.
Ach, der dreht sich. Komm, steh auf. Nee, so habe ich den schon aufgespießt. So habe ich den schon mal aufgespießt. So will ich's machen. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. So, genau so. Wieso macht ihr jetzt den Move? Den will ich doch gar nicht. Ja, was soll's. Das Spiel ist schon nice. So, hier habe ich auch ein paar Minuten rumgesucht. Dann habe ich hier ein paar Witze gemacht, wie groß die Bücherregale sind. Da kommt nur Ezio hoch und sowas. Ja. Schaut euch das mal an, wer kommt denn da schon hoch? Ich will das Buch da ganz oben links, bitte, Mama. Und da ist irgendwo so eine Leiter. Ja, das sind realistische Regale hier, die kleinen. Aber das ist ja übertrieben. Da steht ein Stuhl. Heilige Psalme. Habe ich vorhin nicht gefunden. Aber da ist auch nichts Wichtiges drin. So. Hier war kein Geheimgang, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Doch, da war einer. Man kommt jetzt eigentlich hier hoch. Die Planken hier kann man kaputt machen. Und da oben, ganz oben, da geht noch eine Treppe hoch. Da steht ein Typ. Ich probiere jetzt mal die andere Seite. Das habe ich vorhin. Liebesbrief. Meine liebe Ella. Ella! Ihr könnt es euch durchlesen, also Christos. It looks like Menelag needed better hired help. Oh, den habe ich vorhin auch nicht gefunden. Da hat die andere noch nicht gemeckert. Ja, genau. Dann ist hier so ein... Ach, ich will doch erst doch da hoch gucken hier. Ganz hoch. War doch noch was. Genau, da war noch ein Köcher. Ein alter Schlüssel. Sowas. Wozu brauche ich den alten Schlüssel? Wozu brauche ich den alten Schlüssel? Ein Schlüssel ohne besondere Merkmale für die Türen im Menelags Haus. Ah! Kommen wir da vielleicht... Vielleicht. Falsche Richtung. Tut mir leid, das muss ich jetzt ausprobieren. Den habe ich vorhin auch nicht gefunden. Alter, dass man ja alles übersehen kann. Kann man vielleicht dann hier rein? Nein. Kann man vielleicht dann hier lang? Nein. Nein. Kann man vielleicht dann hier lang? Alter, für was ist denn der? Da unten. Hier komme ich her. Kann man vielleicht denn hier lang? Ich will jetzt hier nicht jede Tür ausprobieren. Aber es verleitet halt. Hier ist sowieso keine andere Tür. Außer der, wo ich herkam. Kann ich jetzt hier die aufschießen? Das wäre ja sowas von. Ja, okay. Kamikaze! Kannst du nicht wieder vorrennen? Alter, das geht ja hier alles im Kreis. Da war ich vorhin. Da drüber ist die Bibliothek. Ah, da liegt noch ein Köcher. Was wir halt nicht mehr sehen können. Das ist der Hammer. Da ist noch ein Schwert. So, da war ich schon. Genau, den Geheimgang wollte ich euch zeigen. Da, ich habe gerade den Knopf gedrückt, also den Hebel, und dann kann man hier so hoch. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo die Bratpfanne ist. Ist mir jetzt sowas von wurscht. Don't try to run. Hab ich wohl gewonnen. Und tschüss. Mach einen Abflug. Mach einen Abflug. Hier kommt der Meuchelmörder. Hä? Sag nicht, dass du schon tot bist. Okay, mach noch einen Abflug. Tschüss. Und du auch. Hopp. So. Hier war nämlich noch ein Geheimgang. Noch einer, wen wundert's? Ihr habt schon meinen geheimen Bereich entdeckt! So, und da ist die fette Halle unten, wo wir alle gekillt haben mit unserem geilen Kronleuchter. Ich hab dich lieb, Schnucki, weißt du das? Alle, hopp, hier durch. Nicht hier runterfallen, die kann man alle kaputt machen, die Planken. Hallo, ich will hier. So. Und jetzt brauche ich einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht. Genau, hier geht's aber ins nächste Level. Ich weiß nicht, ob die Tür hier ist. Die Bratpfanne wäre hier sowieso weg im nächsten Level. Also von daher.
Aha! Alter, was ist hier? Also, wie viele Verstecke gibt's denn hier? Ihr habt schon einen geheimen Bereich! Also, wie viele geheime Bereiche gibt's hier? Ehrlich. Was ist das hier? Wichse. Totenschädel? Das tonische Manuskript. Aha. Mal durchlesen. Viele Jahre werden vergehen, wie sie Schatten auf der Sonne, bla bla bla. Sein oder nicht sein, das hatten wir schon mal. Alter, was hat denn der hier nicht in seiner schwulen Bibliothek? Wo ist hier der Puff? Der fehlt jetzt noch. Nein? Okay, also ich muss erst... Ich muss echt in jede Ritze des Levels reinschauen. Alles viermal umdrehen, damit man auch alles sieht. Mach mal jetzt kurz einen Schnellspeicherpunkt. Ja, dann geht's jetzt hier weiter. Pfanne wäre jetzt sowieso weg. Also lohnt sich jetzt sowieso nicht, die zu holen. Gut, dass ich das jetzt schon weiß. Ich höre Nekromanten. Ich wollte schon Nekromorph sagen. Boah, wie schnell. That's a chilly breeze. Ein kühles Lüftchen. Then maybe we should cross the roof instead of just standing here. Did I hear something? Tschüss! Ich bin auch tot. Einfach runtergeglitscht, das ist mal fies. Letzten Spielstand laden. So, er sagt wieder, es ist eine kühle Brise hier draußen. Komm, ein bisschen schneller klettern. That's a chilly breeze. Then maybe we should cross the roof instead of just standing. Genau, das Score. So, hier war nichts. Oder? Kann man jetzt hier aufsperren? Aha! Bin ich geil, oder was? Oh ja. This is a nice, quiet place. Oh, too bad we have other things to do. Also, die ist echt irgendwie pervers. Da kommt man auch bestimmt noch irgendwo anders hin. Das ist zu. Das ist zu. Das ist offen. Suizid! Ich liebe dich. Okay, außer ein paar gammeligen Schriftrollen und einen geilen Spruch von ihr, war jetzt hier nicht sonderlich viel oben. Ich will mal eine geile Waffe oder sowas finden. Just so you know, dear. Menelag is expendable. The crystal isn't. What do you mean? The crystal was for Menelag. Menelag is convenient, that's all. What matters is getting the crystal to that temple, and you with it. Ah, blah, blah. But it's pretty hard to make a confession after that. Better not have ripped their tongue out first. Genau. That's for sure. Genau, die haben sich hier über Foltermethoden unterhalten, und dann habe ich das gemacht. Und das. Und dann kamen die alle hier hoch. Genau, bis hierhin kam ich. Und dann ist irgendwie Audacity. Audacity. So, Flugstunden mit Felix. Hui! Noch mehr kostenlose Flugstunden? Natürlich! Und nochmal. Die Mongo-Truppe kommt hochgehunken. Hinkt. Hui! Nächster. Hui! Nächster. Die kann hier nur mit dem Kopf anschlagen. Und zack. Oh, gleich alle drei mitgerissen. Was sagst du? Und da ist der Kopf schon so weg. Komm schon. Durchstoß! Du sollst sterben! Oh oh. You won't make it! Durchstoß! Oh ja!
Zeitlupe. So, alle Beweise müssen vernichtet werden. So richtig vernichtet. So, wir sind bei ungefähr 15:30 angelangt. Aber ich habe ja gesagt, die Folge machen wir jetzt extra lang. Brennet, Ennet. Alter, was schmeißt denn der hin? Ich muss viel tiefer zielen. Okay, das ist schon besser. Die Frau wird auch jetzt bestattet hier. Hey, ich wollte sie ganz normal hinlegen. Ich wollte sie nicht schmeißen, ja? Ach. Ist ja die Ami-Version, da werden sie geschmissen. So, und jetzt Bestattung. Da, da, da. Da, da, da. Wieso brennt das nicht? Dummer Kack. Alter. Von noch 48 Pfeile? Dann eben nicht. Ich will doch bloß ein Begräbnis. Ah, so. Ruhe in Frieden, et Spiritus Sancti. Au. 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 Es fuckt hier die halbe Bude ab. What? Muss ich hier runter? Also ihr habt das Spiel schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ich könnte fast sagen, blind. So, hier ist doch bestimmt was. Irgendwas. Schwert, 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 Schwert und Schild. Was ich alles mitnehmen. Ich werde nicht versuchen wegzurennen. Du wirst aber hier runterfallen. Und erstmal hinterhergeheilt. So, ich schaue jetzt mal hier lang, das zu. Warum? Da gibt es doch bestimmt hier irgendwo einen Schlüssel. Mahlzeit. Ach, da ist Essenszeug drin. Das war gut zu wissen. Es geht nicht kaputt. Ist auch noch so ein Schlafzimmer von seinen slawischen Sklaven. Hallo? So. Mhm. Okay. Ja. Das war jetzt so gut. Aber da oben gibt es noch was. Da kam ich ja her. Was sag ich? Bin ich klug oder was, hä? Alter. Ist aber kein Geheimversteck. Nicht durchbrechen. Oh, mit Anlauf. Ist da noch was? Nein. Und ansonsten, hier gibt's nichts. So. Dann geht's weiter, meine Freunde. Lalalalalalalalala. Ich bin ganz fröhlich und renne hier mit einem blutigen Schwert durch die Gegend. Sogar mit Kratzerspuren. So, erstmal hier schnell speichern, bevor ich hier runterfall. Alter, was geht da drin ab? Der tötet gerade meinen. Ah, ich bin eingefroren. Oh oh. Oh, das hat wehgetan. Alter! Alter! Kann mich bewegen! Ah, jetzt. Alter, war das lang. Das war's mit Menelak. Ausgemenelakt.
Okay, ich muss jetzt den Ghoul. Okay, bevor wir den Ghoul jetzt hier so richtig geil verfolgen, weil es sind schon 20 Minuten, ja? Ich schau die Uhr, ich kann zählen. Ein Wunder. Muss ich leider mich erstmal strecken und sagen, das war's ja schon wieder mit Hangerboy und Dark Messiah. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn's heißt Dark Messiah. Ciao!